Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder angespielt. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Das Spiel nennt sich Software Inc. Und es geht um Katzen, die auf Yogabällen schlafen. Es geht in erster Linie darum, ein Softwareentwicklungsunternehmen aufzubauen. Und es ist so eine Mischung aus das Managen von Leuten und so ein bisschen die Sims, denn man kann ja auch eigene Gebäude bauen, die Räume einrichten und so weiter. Genau. Es wird weiterhin auch Captain of Industry auf meinem Kanal geben, aber ich brauchte gerade mal irgendwie ein bisschen Abwechslung und habe mir mal dieses Spiel hier geholt, was von einem einzigen dänischen Entwickler entwickelt wird, der da irgendwie schon seit 7 Jahren dran entwickelt. Mittlerweile ist das Spiel in der Beta und kostet so um die 12, 13 €, ich weiß nicht mehr genau. Das Spiel oder für das Spiel gibt es Workshop-Items, in denen man das auch auf Deutsch machen kann. Ich habe das ausprobiert. Das Problem dabei ist, dass nicht alles übersetzt ist, was ich gar nicht so schlimm fand, wenn da einige Sachen noch auf Englisch sind. Aber leider hat das die ganzen In-Game-Tutorials kaputt gemacht, denn dort in den Tutorials hatte man einfach gar keinen Text mehr. Und das ist ein bisschen schwierig, denn hin und wieder ist die UI so ein bisschen, nicht ganz so einfach zu oder intuitiv zu verstehen. Und deswegen würde ich das gerne mit Tutorials spielen. Das heißt, ich werde jetzt leider auf Englisch spielen, auch wenn ich weiß, dass es bei Captain of Industry schon viele gestört hat, aber das ist hier definitiv die bessere Wahl. Genau. So, wir starten gleich mal in ein neues Game und das Ganze beginnt mit dem Design eines Charakters. Ich werde jetzt natürlich nicht überall die Tutorials anmachen, weil ich halt gewisse Dinge schon kenne, aber hin und wieder werde ich das, denke ich, brauchen. Aber hier sehen wir schon wieder eine Katze, die auch hier auf dem Monitor schläft. Der Entwickler mag auf jeden Fall Katzen und hat die hin und wieder in das Game eingebaut. Und man kann hier erstmal sich seinen Starting-Charakter so ein bisschen bauen. Aber mal, wir machen mal hier einen mit Bart und können den auch noch mal etwas einfärben. Erstmal kann man hier ein bisschen braun. Wo kriegen wir den Braun da? So, und die Haare vielleicht auch. Das sind die Augenbrauen, okay. Warte mal. Das die Haare? Ah, okay, das sind die Haare. Wir können auch hier was wählen. So, machen wir den mal so. Setzen ihm noch eine Brille auf. Wie. Warum ist denn jetzt die. Ich das nicht, muss ich das irgendwie speichern? Achso, ich hätte hier auf Apply drücken müssen. So, die Brille in Gold finde ich ganz, ganz cool und der Rest passt für mich eigentlich auch soweit. Genau, wir können hier oben einmal unseren Company Name wählen oder so ein paar vordefinierte. Gucken, ob da was Cooles dabei ist. Na, irgendwie noch nicht so. Ich bin aber gerade auch nicht so kreativ. Nennen es einfach mal Box Digital. Und unseren Typen hier, den nennen wir mal Bill, abgeleitet von Bill Gates, denn wir werden mehr oder weniger in so einer Garage starten und unser Softwareunternehmen aufbauen. Auf der rechten Seite sehen wir einmal, mit wie viel Kapital wir starten. Das sind 22.500, beziehungsweise wenn man einen anderen Schwierigkeitsgrad macht, kriegt man, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ich möchte hier mal mit Medium spielen. Man kann hier noch das Startjahr wählen. Und das Ganze ist immer so monatlich aufgebaut. Also man zahlt die Gehälter monatlich, kriegt pro Monat Aufträge und man kann das Spiel noch mal so ein bisschen unter Sloan, indem man sagt, ein Monat besteht zum Beispiel aus 4 Tagen, damit dann ist das sozusagen 25, dann hat man nur 25% des Speeds, als wenn man mit einem Tag spielt. Das habe ich ausprobiert, ist verdammt lange und
keine Ahnung, dann spielst du 2 Tage und bist im Jahr 1982 angekommen. Also deswegen werde ich das auf einem Tag erstmal belassen, damit wir möglichst viel sehen und auch nochmal in die höheren Zeitalter kommen, wo es dann halt modernere PCs gibt, etc. Ja, genau. Und dann kann man hier unten dem noch so ein paar Stats geben. Also zum Beispiel so wie Fast Learner, dann increased er halt seine Skills schneller. Ja, da kann man so ein paar Buffs geben und auch Debuffs. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber ich habe gehört, dass das hier ganz gut sein soll, dass er nicht müde wird, bis die Energie komplett aufgebraucht ist. Dann werde ich mal machen einfach mal Born Leader und jetzt brauchen wir noch einen Debuff. Da fand ich woanders. Hier zum Beispiel Won't Use Cars, also die können halt mit dem Bus oder mit dem Auto zur Arbeit kommen. Das fand ich ganz lustig. Nobody will take the elevator with them. Also wenn er dann irgendwie mit dem Fahrstuhl benutzt, dann kann er nur alleine fahren. So, und jetzt haben wir hier unten nochmal ein paar Punkte, wo wir die Skills von ihm einstellen können. Und da möchte ich auf jeden Fall einmal im Bereich Service runtergehen und im Bereich Programming hochgehen und vielleicht auch im Bereich Lead so ein bisschen höher gehen. Daneben hat man dann noch gibt es immer so 3 Spezialisierungen: Development, Leader und Service. Und je nachdem, was man hier hat, gibt es dann auch nochmal so Unterkategorien. Also für Development gibt es System, 2D, Audio und Hardware. Und dann auch nochmal Designer, Programmer und Artists. Und hier können wir jetzt so ein paar Punkte vergeben. Und das würde ich jetzt im Folgenden einfach mal so einstellen, dass wir den so ein bisschen auf 2D spezialisieren. Mit ein bisschen Audio. Denn wir werden am Anfang mal gucken, dass wir auf eine 2D-Software entwickeln. Dann haben wir hier den Bereich Leader. Da gibt es halt HR, also irgendwie Personal. Und also jeder Stern hat dann auch nochmal eine bestimmte Bedeutung, mit dem er dann auch bestimmte Sachen machen kann. Genau, und Anytask. Multitasking ist, glaube ich, ganz gut, wenn er effektiver ist. Meetings. Aber ich glaube, ich mache mal das hier. Dann gehen wir eben ein bisschen Projektmanagement und HR ich mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Und bei Service möchte ich den einmal gebe ich ihm von jedem einen Punkt. Okay. So, das soll es auch gewesen sein. Und jetzt können wir einmal durchstarten, nämlich hier Pick Map. Und man kann hier später einmal unter Empty Plot in die Stadt ziehen, aufs Land oder in die, oder ländlich heißt das eine, glaube ich, auf Deutsch. Und hier würde man 45.000 Euro brauchen für die Fläche an Land und dann kann man sich da selber ein Haus bauen. Das Kapital haben wir am Anfang noch nicht, deswegen müssen wir uns hier in einem Gebäude einmieten. Und wir gehen jetzt erstmal in die Garage, weil die hier am wenigsten kostet. Da haben wir bereits 24 Quadratmeter und wir können nochmal 36 Quadratmeter hinzunehmen oder andersrum, bin mir gar nicht sicher. Genau, und die anderen Gebäude, je nachdem, es wird halt immer teurer und größer. Aber man kann halt auch später mit seinem Unternehmen umziehen. So, genau, jetzt haben wir erstmal hier das Welcome Tutorial, das mache ich mal nicht. Die Zeit läuft schon. Wir sind jetzt im Januar 1980 und hier ist unsere kleine Bude, die wir haben. Also wir haben jetzt diesen Raum hier und
Wir sehen hier oben unser Kapital, wir sehen hier die Uhrzeit, hier das Jahr und den Monat. Dann haben wir hier später nochmal so ein Rating, wie unser Unternehmen dasteht. Und hier können wir halt die Geschwindigkeit erhöhen. Dann haben wir hier auf der linken Seite das Baumenü. Da kann man hier reingehen und hier dann auch über die verschiedenen Etagen. Also man kann nachher bis zu 10 Floors hochgehen. Und sogar auch noch einmal in den Keller gehen. Wir haben jetzt hier unsere untere Etage und hier könnte ich auch nochmal die Wände toggeln. Das sieht aber gerade. Ah, okay. Da gibt es mehrere Toggle-Möglichkeiten. Ich glaube, ich fange jetzt mal so an. Obwohl die Wände muss ich gleich eigentlich auch sehen können. Aber das ist halt, wie gesagt, unser Raum und wir können auch den anmieten. Genau, wir haben den etwas größeren Raum schon und hier gibt es nochmal ein Klo. Und hier haben wir so ein paar Items, die wir da rein platzieren können. Und das Ding ist, es gibt in diesem Spiel so Tasks, die man erfüllen muss. Und ein paar davon habe ich schon erledigt. Deswegen habe ich jetzt schon gewisse Items freigeschaltet. Das ist irgendwie, soll man das zurücksetzen können. Ich habe aber nicht gefunden, wie das geht. Von daher habe ich jetzt hier schon einen etwas besseren Schreibtisch. Normalerweise müsste man mit so einem Tisch hier anfangen. Der kostet 81 Euro. Wir haben jetzt schon einen etwas besseren freigeschaltet, den ich auch benutzen werde. Der gibt so ein bisschen Bonus auf das Environment, also auf unseren Arbeitsplatz. Und den werde ich jetzt einmal hier hinsetzen. Und wir haben auch schon einen etwas besseren ergonomischen Stuhl freigeschaltet, den ich auch hier platzieren werde. Und dann, so, man kann hier unten das Ganze einmal dieses Menü filtern nach Raum. Also jetzt können wir zum Beispiel auf Bathroom filtern, auf Break Room, auf Kitchen und so weiter. Oder wir können es nach Funktion filtern, also zum Beispiel auf Computer als Beispiel. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel, sehen wir, das ist der erste Computer, den man hat. Der zweite wird dann im Jahr 1990 freigeschaltet, dann 1995, 2000, 2015, 2030 und so weiter. Das sind, glaube ich, sogar Workshop-Items, die ich mir mal geholt habe. Aber wir müssen jetzt erstmal hier so einen Old Computer benutzen. Ich mache das mal wieder auf Room und sage hier Office. Genau, wir wollen das Office einrichten. Wir können jetzt unserem Typen hier nochmal was auf den Schreibtisch geben. Da gibt es zum Beispiel sowas wie einen Taschenrechner. Der boostet dann halt bestimmte Fähigkeiten. Oder es gibt hier ein Drawing-Tablet. Das kostet monatlich und ist sehr gut für Artists zum Beispiel. Eventuell will ich das mal probieren. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Aber das könnte vielleicht gut sein, wenn wir so eine 2D-Anwendung machen. So, dann gibt es... Oder packen wir den nochmal hier ein bisschen Pflanzen auf den Tisch. Und hier vielleicht nochmal in den Raum eine... Obwohl, die nimmt nur Platz weg. Mal einen Deckenventilator. Dann machen wir eine Wanduhr. Die gibt uns nämlich nochmal auch Effektivität und auch nochmal was fürs Environment. Das sind alles so Sachen, so zum Beispiel die Teppiche. Die habe ich auch durch Tasks schon freigeschaltet, aber ich habe noch nicht so mega viel gespielt. So, wir können hier nochmal eine Lampe hinpacken. Und dann wollte ich noch eine Deckenlampe haben. Da. Dann gibt es hier noch irgendwo ein Bücherregal. Das gibt auch nochmal Bonus auf Lernen oder so. So, und wenn ich jetzt diesen Raum hier anklicke, dann sehen wir jetzt hier links einmal Lux, das ist die Beleuchtung des Raums und da ist das Maximum 400. Es gibt Environment, das ist schon auf 199%, 200 ist das Maximum. Dann gibt es hier einmal die Temperatur, 21 ist glaube ich ziemlich optimal und es gibt die Akustik. Das ist später noch wichtiger, wenn man mehrere Leute in einem Büro hat. Es gibt da ja verschiedene Sachen, sowas wie in Akustikform.
Das kann ich jetzt an die Wand machen, das würde die Akustik verbessern, aber man kann auch, keine Ahnung, hier irgendwelche Items halt reinstellen, die würden auch Einfluss auf die Akustik nehmen. Deswegen bin ich schon bei 52%. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einmal so einen Wasserspender aufstelle, dann sieht man jetzt, okay, es hat wieder Einfluss auf die Akustik genommen, weil leerer Raum halt natürlich mehr als ein Raum mit Items. Dann können wir dem guten Mann hier vielleicht noch mal einen Tisch hinpacken mit einer Kaffeemaschine. Sie hier, ja. Wir die mal hier drauf. Und oh, die Vending-Maschine, die macht Geräusche. Machen wir noch einen Tisch mit einem Mini-Kühlschrank. Obwohl das, glaube ich, für unseren Typen irrelevant, weil er irgendwie komischerweise nichts isst. Aber die Leute, die man einstellt, für die ist das wichtig. Wir haben 85%. Dann nehme ich vielleicht noch mal eine Pflanze und hau die hier mit rein. 95% macht nochmal einen Teppich einen Unterschied. Oder wir haben noch irgendwo auch Bilder oder sowas. Da nochmal ein Bild. 99, dann gibt es hier noch. Was ist das hier? Lustig Hex Panel. Okay, dann hauen wir das nochmal dahin. So. Sind wir hier auf 100%, also optimale Bedingungen. Genau, und jetzt würde ich einfach mal hier aus dem Baumenü rausgehen und gleich den Tag beginnen. Ich hatte das vorher mit 4 Tagen gespielt und da war das so, dass der Typ immer erst am zweiten Tag erschienen ist, weil der erste Tag komischerweise irgendwie fürs Bauen berücksichtigt ist. Ich gucke mal, ob er dann jetzt gleich erst im Februar anfangen wird. Und ansonsten, womit wir gleich starten werden, damit wir ein bisschen Geld reinkommen, weil wir bezahlen ja auch Miete. Hier unten gibt es dann so Contract Work. Das sind immer so Auftragsarbeiten, die man annehmen kann. Take a Contract Work. Developing software can get expensive. Take in Contract Work to make some quick money on the side. Okay. Und hier, nope, haben wir jetzt so vier Dinger, die man annehmen kann. Wir nehmen jetzt einfach mal das Ding hier. Und ganz wichtig für den Anfang ist, hier gibt es immer so Expected Quality. Hier steht jetzt Medicore, Bad, Horrible, Bad. Also die erwarten auch hier keine Grenzleistung, wenn man hier irgendwie solche Jobs nimmt. Auf jeden Fall am Anfang nicht. Und ich will jetzt einfach mal dieses Ding hier nehmen für Horrible. Fangen wir mal mit dem an. Und lassen mal laufen. Und jetzt haben wir hier oben auf der rechten Seite diese Arbeit drin stehen. Wir sind jetzt in so einer Preset-Phase, wo man irgendwie so eine Art Planung hat, sage ich mal, was man damit macht, und da kann man auch Zeit drauf investieren. Aber am Anfang kann man eigentlich direkt sagen, wir überspringen das und gehen in die Development-Phase. Und jetzt wird er dann direkt anfangen, diese Software halt zu entwickeln. Und hier gibt es immer so einen blauen Strich. Also hier kommt gleich so ein grüner Fortschrittsbalken von links nach rechts durch, und am Anfang reicht es eigentlich aus, wenn man diesen blauen Strich hier überschritten hat, und dann kann man das Ding promoten und abschicken. Da kann man am Anfang relativ schnell durchrushen. Genau. Unser Typ scheint jetzt nicht zur Arbeit zu kommen. Ich gehe jetzt mal hier einmal auf Skip und dann springt er immer bis zum nächsten Tag. Und was ich auch noch ändern wollte, das macht man hier unter Manage Stuff, oder? Nee, das war unter Manage Teams, genau. Wir bauen nachher verschiedene Teams. Im Moment haben wir nur unser eines Team mit einem Mitarbeiter. Und in den Teams kann man dann einstellen, von wann die arbeiten. Und hier ist jetzt eingestellt von 8 bis 16 Uhr. Ich habe vorhin mal noch so ein Tutorial geguckt. Da haben die einfach einen von 8 bis 22 Uhr, 6 bis 22 Uhr arbeiten lassen. Ich werde das einfach mal ausprobieren.
und schau mal, was dabei rumkommt. Aber der wird jetzt wahrscheinlich heute erstmal um 8 Uhr kommen. Da ist hier übrigens wieder eine Katze. Und dann springen wir vor. Ah, da ist er schon. Das ist hier unser Auto, mit dem er gekommen ist. Und ja, da kommt er. Jetzt macht er meistens den Rechner an und zieht sich erstmal einen Kaffee. Jetzt sieht man hier rechts den Fortschritt für diese Auftragsarbeit. Und genau, die werde ich jetzt einfach mal abschließen, promote, und dann läuft hier wieder eine Beta-Phase und die können wir eigentlich direkt abschließen. Und jetzt steht hier oben, Contract fulfilled with a net worth of 8.821 Euro with inadequate quality. Aber diese Quality ist halt am Anfang sowas von egal und deswegen werden wir jetzt hier nochmal ein paar neue Contracts annehmen. Und jetzt sind wir schon im nächsten Monat, dann gibt es immer wieder neue Contracts. Also jeden Monat kommen da neue hinzu. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal, da kann man auch mehrere, glaube ich, auf einmal annehmen. Ich würde jetzt einfach mal 3 Stück annehmen und die mal einfach durchpriorisieren von Prio 3, 2, 1. Mal schauen, ob er die der Reihe nach abarbeitet und die alle schon in Development geben. So, schauen wir mal. Na, der macht aber Multitasking. Der scheint die alle gleichzeitig zu bearbeiten, trotz dieser Prio. Ich weiß nicht, ob wenn ich den ersten jetzt was, was ich auf Prio 20 hauen würde, ob es dann noch mal mehr dran arbeiten würde. Aber es sieht ja so aus, als ob der erste doppelt so viel ist wie der zweite. So, dann jetzt promoten, finishen. Und dieses Ding werden wir auch promoten und finishen. Und das Teil gleich auch. Und dann nehmen wir nochmal weitere an. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 16 Uhr. Da können wir mindestens noch 2 machen. Nehmen wir nochmal das Ding hier für 9000 und das auch nochmal. Lass die jetzt mal auf gleicher Prio. Mal gucken, ob die dann auch gleich schnell fertig werden ungefähr. Weil das eine dauert ein bisschen länger scheinbar, weil das den blauen Strich auch weiter rechts hat. Oh, was war das denn? Achso, hier kann man noch filtern. So, und das nehmen wir auch ab. Und genauso das hier. Kriege ich da noch eins hin? Ich glaube nicht. Ich könnte jetzt auch mal sagen, hier wenn ich irgendwo nach Hause gehen soll. Ah, hier, Send Employee Home. Ah, okay, jetzt geht er nach Hause. So, man sieht hier schon, hier ist relativ viel Dreck im Büro. Da gibt es auch wieder ja, Personal für, was man da einstellen kann. Manage Stuff. Und dann gibt es hier einmal ein All Cleaning. Oder ein Higher Cleaning. Also man kann hier so ein... Habe ich den jetzt schon eingestellt? Oh, ich habe da schon drauf geklickt und den schon eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt schon was bezahlt habe. Aber man kann hier eigentlich erstmal am Anfang, vor allem wenn man so wenig Leute hat, kann man einmal sagen Call Cleaning. Dann kommt hier jetzt nochmal heute wahrscheinlich gleich einer vorbei. Ich mache mal ein bisschen schneller. So. Mann oder Frau ist immer so random, wer da kommt. Und der fegt jetzt hier so ein bisschen durch, macht das Büro sauber. Es war jetzt noch nicht so mega dreckig. Und dann war es das. Und ja, wenn keiner mehr im Büro ist, kann man halt immer diesen Skip-Button benutzen. Der springt dann halt bis zum nächsten Tag. Und der nächste Tag ist jetzt in diesem Fall der nächste Monat, weil ich ja gesagt habe, wir machen nur einen Tag pro Monat, damit wir auch irgendwie in den Jahren nochmal ein bisschen hochkommen. Genau. Und das soll es soweit erstmal für die erste Folge schon gewesen sein. Und in der zweiten Folge gehe ich dann mal so ein bisschen mehr auf die Menüs ein, also was man hier alles so neben dieser Contract-Arbeit halt noch so machen kann. Da kann man halt seine eigene Software entwickeln, man kann später ein Rechenzentrum bauen, es gibt später verschiedene Rollen, es gibt Projektmanager, es gibt Designer, es gibt Programmierer, man muss
gucken, dass die Leute in den Teams, die man aufbaut, auch zueinander passen. Man muss gucken, dass die nicht in einem Raum mehrere Teams arbeiten und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Wenn man eine eigene Software released, dann muss man Support einstellen, etc. pp. Es gibt Marketing. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ja, wer Bock drauf hat, der kann sich ja die zweite Folge reinziehen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und bis denne.